Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady und erstmal ein dickes, fettes Dankeschön an den Nico Nanu. Er hat mir im letzten Video die Analyse gebracht, genau die ich quasi erbittet habe oder wie ich das nennen soll. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Deine Analyse hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich einen Kommentar von einem Abonnenten, der schon ziemlich lange dabei ist. Und zwar das Walmer. Aber er hat auch schon sehr oft seinen Namen geändert. Und er hat gefragt, warum ist Vibrava schwächer als Knackleon von der WP, vom WP-Wert her? Eigentlich ist es sogar wirklich sehr einfach, wenn man sich das mal anschaut und vor allem, wenn man auch weiß, wie sich die WP errechnet. Die WP errechnet sich aus einer komplizierten Formel und da werden die Statistikwerte Angriff, Verteidigung und Ausdauer miteinander verrechnet und dann entsteht dieser WP-Wert. Und wenn man sich jetzt mal die beiden Pokémon anschaut und den Angriffswert von den beiden Pokémon ansieht, wird man feststellen, dass Vibrava tatsächlich weniger, also einen niedrigeren Angriffswert hat als Knackleon. Sehr interessant. Dabei sind alle anderen Werte sogar höher. Die Verteidigung ist höher und die Ausdauer ist höher. Aber das ist im Endeffekt der Grund. Für alle, die noch nie ein Shiny Dratini gesehen haben, habe ich hier mal eins von PokeWiki mal heruntergeladen und euch mal eingeblendet. Als Koko-Beiersatz, nein, Scherz. Natürlich kann es sein, dass die Farbe in Pokémon Go sich vielleicht ein klitzekleines bisschen verändern kann. Vielleicht wird das rosa, pink, wie auch immer, auch hier Dragonier. Interessant ist hier vielleicht die gelbe Kugel am Hals und am Schwanzende. Oder hier ein Dragoran in grün und mal gucken, ob das grün wirklich dann so dunkel ist. Wäre schöner, wenn es ein bisschen heller wäre. Also das könnte eventuell noch ein bisschen anders aussehen. Aber dennoch habt ihr jetzt mal gesehen, wie die eigentlich aussehen und also auf jeden Fall werden wir es sehr schnell merken, ob es ein Shiny Dratini geben wird oder nicht. Niantic hat sich entschieden, da sich immer noch weiterhin auszuschweigen. Mal sehen, ob sie das noch weiter durchziehen bis Samstag. Theoretisch finden wir das vielleicht sogar früher raus. Man muss nur die richtige Zeitzone abwarten, Twitter im Blick behalten und schon wissen wir wahrscheinlich, bevor unsere 11 Uhr stattfinden, ob es Shiny Dratini gibt. Ja, ich denke schon. Falls ihr wisst, welcher Ort zuerst dran ist, schreibt es ruhig unten in die Kommentare. Dann können die Zuschauer nachsehen. So, und was habe ich heute noch mitgebracht? Ich habe gedacht, ich zeige euch jede Menge kämpfende Pokémon und erzähle euch mal, wie würde ich entscheiden, ob Dragoran oder Rayquaza oder Butalanda. Das sind jetzt die drei besten Drachen-Pokémon im Spiel. Und warum würde ich oder welche Aspekte würde ich mir ansehen, um diese drei Pokémon miteinander zu vergleichen? Also ganz klar sage ich jetzt schon mal, Butalanda ist raus. Kennt ihr die Sketch-Serie Switch? Hueka, sie sind raus. Also Butalanda, du bist raus. So, von den Statistikwerten her gewinnt schon mal Dragoran. Wenn man nämlich alle drei Werte, Angriff, Verteidigung, Ausdauer zusammenzählt, dann gewinnt Dragoran. Dragoran hat die meisten Punkte in der Statistik. Wow, hätte ich nicht gedacht. Und wenn ich auf das Moveset schaue, dann gewinnt für mich Rayquaza. Warum? Es kann ein Flugset, ein Drachenset und Dragoran kann nur ein Drachenset. Was bedeutet für mich ein Drachenset? Dass einfach die Sofortattacke und die Ladeattacke vom selben Typ sind. Ich liebe Pokémon, die wirklich einen einzigen Typ haben, um die Effektivität auszunutzen.
mit zwei Attackentypen ungern. Zumal man ja das Pokémon dann auch gewisserweise umbenennen muss, damit man auch weiß, welche Attackentypen hat dieses Pokémon. Mir ist es eigentlich egal, welche Attacken, sondern der Typ ist mir am wichtigsten. Aber natürlich darf es dann auch einfach die beste Attacke sein. Deswegen verliert hier Butalanda ja gleich wieder, weil es kann kein Wutanfall. Und das ist echt schade. Wutanfall ist nun mal die bessere Drachenattacke. Genau. Das nächste Interessante ist, oder das letzte, ist Angriff und Verteidigung von diesen beiden Pokémon. Also von Dragoran und Rayquaza. Rayquaza macht einfach mehr Schaden durch den hohen Angriffswert. Aber dafür macht Dragoran, wie soll ich sagen, es hält länger durch und kann dadurch eventuell sogar genauso viel Schaden machen. Vielleicht sogar mehr. Das ist ein bisschen schwierig. Vielleicht machen wirklich beide Pokémon zur selben Zeit, zur selben Zeit macht Rayquaza mehr Schaden. Aber Dragoran kann vielleicht einen Wutanfall mehr raushauen als Rayquaza. Das könnte eventuell interessant sein. Vorteil an Dragoran ist definitiv aber, es ist ein 5-Kilometer-Kumpel und Rayquaza ein 20-Kilometer-Kumpel. Das heißt, für Rayquaza braucht man vor allem Sonderbonbons. Und Sonderbonbons kriegt man nur aus Raids. Und wer wenig Raids macht, kann mit Rayquaza nicht wirklich viel anfangen. Und da jetzt am Samstag das Community Day Event stattfindet und wir quasi uns richtig viele Dragoran-Bonbons sichern können, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einige von euch gibt, die sogar schon 1000 Dratini-Bonbons haben. Die lachen sich darüber kaputt. Die könnten sich wahrscheinlich schon das 5. oder 6. Dragoran machen. Das Interessante an dieser Auswertung ist jetzt eigentlich, okay, also Dragoran ist für mich definitiv ein richtig gutes Drachen-Pokémon. Der Gewinner von dieser Auswertung. Aber warum findet jetzt am Samstag ein Dratini-Event statt? Das ist eigentlich hochinteressant. Klar, es gibt vielleicht sogar welche, die haben frisch angefangen, die haben jetzt noch nicht mal die Chance gehabt, vielleicht ein Dratini zu fangen. Oder haben noch nicht mal die Chance gehabt, sich ein Dragoran zu entwickeln. Und also wer nicht wirklich richtig, also nur die Leute, die wirklich aktiv spielen, haben schon eine Menge Dratini-Bonbons. Selbst ich habe eine Menge Dratini-Bonbons und wohne noch nicht mal in einem Ort, wo es viele Dratinis gibt. Ich habe einfach nur viele Dratinis aus dem Ei gehabt und ich bin sehr sparsam mit den Bonbons umgegangen. Trotzdem besitze ich 3 Dragoran. Auch nicht schlecht. Also ich bin etwas überrascht. Theoretisch, also wenn ich Niantic wäre, ich hätte kein Dratini-Event gemacht. Nein. Ich hätte ein Kindwurm-Event gemacht. Dann hätte zwar jeder Rucki-Zucki sein Butalanda, aber Butalanda ist halt aktuell nicht so gut wie Dragoran. Oder was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich, diese dann wieder zu lesen. Ach, ich habe es gerade entdeckt. Und zwar, wo fängt der Community Day als erstes an? Natürlich in Asien, dann Europa und dann erst in Amerika. Das heißt, wir sitzen quasi in der Mitte. Das heißt, wir könnten aus Asien vorher, ein paar Stunden vorher, herausfinden, ob es Shiny Dratini gibt. Von daher. Und vielleicht sogar leichter Vorgeschmack, wie gut das Event abgeht, falls irgendjemand in Asien ein Livestream macht zum Beispiel. Das sind, habe ich das jetzt gerade richtig gesehen, es sind nur ein paar Stunden. Sechs Stunden. Ich glaube, das sind fast 6 Stunden Unterschied. Also von daher kann man das schon ganz gut vorher sehen. Wenn ich das dann richtig gesehen habe, ist dann auch heute der letzte Tag gewesen. Also, wenn ihr das Video seht,
sind die Boxen aus dem Shop raus und die 6-Stunden-Lockmodule sind auch vorbei. Ich hatte eigentlich gehofft, Freitag wäre jetzt doch noch ein guter Zeitpunkt für 6-Stunden-Lockmodul gewesen. Aber okay, dann hebe ich mir die Bälle nun mal für Dratini auf. Habe ich jetzt auch nichts gegen. Werde aber wahrscheinlich Freitag oder hoffentlich Freitag nochmal ein Lokmodul-Party machen. Ob das jetzt dann nur eine halbe Stunde ist oder 6 Stunden, ist mir dann egal. Eventuell Freitag ein Livestream, aber ein ganz anderer Livestream, aber nur wenn halt das mit der Technik klappt. Das werden wir dann alles noch sehen. Also ihr werdet es dann sehen, wenn es soweit ist. Und wenn es nicht passiert, dann hat es halt leider nicht geklappt. Schließlich kann ich mir das nicht einfach aussuchen. Ich bin da abhängig von anderen Kollegen, die Zeit haben müssen. Sonst funktioniert das nicht, weil mein Internet ist definitiv dafür nicht geeignet. Und dann nochmal zu den Eiern und den Community Day. Klar, die Ankündigung von Niantic lautete: Man kriegt nur fürs Fangen dreifachen Sternenstaub. Okay, kann ja sein. Ich werde trotzdem meine Sternstücke anmachen und dann kann ich auch noch Eier ausbrüten. Dann habe ich gleich das Sternenstück richtig gut ausgenutzt und deswegen werde ich meine 10 Kilometer Eier, vor allem 5 Stück, mit Superbrutmaschinen ausbrüten, weil ich genau weiß, dass ich das in der Zeit schaffen werde. Habe ich beim letzten Community Day auch geschafft. Und das ist auch mein Ziel, nicht nur irgendwelche Lokmodulen rumzusitzen, nein, sondern auch Eier auszubrüten und rumzulaufen. Lokmodule zünden werden wir ja wahrscheinlich trotzdem und hoffen wir mal, dass das ein geiles Event wird. Hoffentlich spielt auch das Wetter natürlich mit. Aber selbst wenn, ich habe meinen Schirm immer dabei, auch viele andere Dinge habe ich immer dabei. Gut. Eigentlich habe ich's. Das Video ist zu Ende. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.